Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Gottfried-Könzgen-Haus in Haltern am See startete die KAB in die Aktionswoche mit dem Namen 115 Wertewerke. 115 Teelichter symbolisieren die 115 Jahre, die die KAB im Bistum Münster schon tätig ist. Brigitte Lehmann ist stellvertretende Diözesanvorsitzende der KAB Münster. Und natürlich weiß sie, warum zu 115-Jahr-Feier die Worte Wertewerke hinzugekommen sind. Da wir das Thema, weil es uns wertvoll ist, in dieser Legislaturperiode haben, war das eine gute Idee zu sagen, was können wir mit Werten machen? Also machen wir mal 115 Wertewerke. Wie es uns gelingt, wussten wir ja nicht, aber jetzt sind wir mittendrin. Die Gebetskette hat angefangen und wir werden wohl Glück haben und sie geht durch bis Sonntag. Und gleichzeitig starten jede Menge Aktionen in den Vereinen und in den Bezirken, die zum Thema Werte dargestellt werden. Wie zum Beispiel die etwas andere Porträtausstellung von 115 Frauen. Hier ging es eben nicht nur um Äußerlichkeiten. Die Ausstellung heißt 115 Frauenwerte und beschreibt damit schon, was sie ist. Es sind Porträts von 115 Frauen, die jeweils zwei Wertefragen beantwortet haben. Und die Antworten stehen halt auch in den Bildern. Die KAB ist ein christlich orientierter Sozialverband. Und was liegt da näher zur 115-Jahr-Feier? Auch eine Gebetskette zu organisieren. Und wie lange diese dauert, das ist nicht schwer zu erraten. Es ist also tatsächlich uns gelungen, ganz viele Menschen zu begeistern, von jetzt an, also eine Stunde haben wir ja jetzt schon um, bis am Sonntag um 15 Uhr zu beten. Jeder hat eine Stunde übernommen, entweder als Einzelperson oder als Verein, als Gruppierung im Bezirk. Und weil es die Nachtstunden etwas schwierig macht, haben wir auch das Glück, dass unsere Weltbewegung mitmacht. Wir haben also Menschen, die in Japan mit uns beten, in Quebec mit uns beten und das dann tun können, wenn wir schlafen. Obwohl weltweit gebetet wurde, musste man gar nicht so weit schauen. Denn auch im Kreis Recklinghausen gab es einige Unerschrockene, die ihre Nacht für ein Gebet unterbrochen haben, um die Gebetskette nicht abreißen zu lassen. So wie Detlef Völkering aus Haltern am See. Es ist kurz nach 1 Uhr in der Nacht. Detlef Völkering hat sich für sein einstündiges Gebet Texte rausgesucht, die er schon immer mal lesen wollte. Vor ihm das Licht der 115 Wertewerke. Und darüber ein Sims mit allerlei unterschiedlichsten Erinnerungsstücke, die alle mit seinem christlichen Glauben zu tun haben. Ein bisschen erinnert die Gebetskette schon an ein olympisches Feuer, das ja bekanntlich auch nicht ausgehen darf, bis die Spiele endlich anfangen. Es ist 2 Uhr. Detlef Völkering hat die Gebetskette erfolgreich fortgesetzt und ist nicht eingeschlafen. So, das war's. Im Rahmen der 115 Stunden Wertewerke und der Gebetskette habe ich heute Nacht von 1 bis 2 hier gebetet und freue mich jetzt wieder auf mein Bett. Was man gut verstehen kann, denn schließlich ist die Nacht schon um 6 Uhr zu Ende. Auguste Victoria in Haltern-Lippramsdorf. Hier wird bekanntermaßen gearbeitet, entweder vor Kohle oder im Lokschuppen oder wo auch immer. Aber heute Nacht wird auch bei der Arbeit gebetet. Ein weiterer, der in dieser Nacht die Gebetskette aufrecht hält, ist Klaus Amtmann. Heute mache ich eine etwas andere Schicht, weil wir im Rahmen der 115-Stunden-Aktion der KAB eine Stunde unserer Arbeit Gott widmen möchten. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da jetzt, leider können wir unten nicht sein, was machst du da genau? Bist du mit dem Gedanken da oder stellst du eine Kerze auf? Also eine Kerze ist ein bisschen schlecht, weil die ist nämlich verboten unter Tage, offenes Feuer, dann wird da unten alles in die Luft fliegen, deswegen dürfen wir das nicht. Und ich werde, bevor ich hier die Arbeit gehe, einmal an Gott denken und sagen, ich widme jetzt die Arbeitszeit auch dir. Mhm. Also
Glauben und Arbeiten gehören für mich zusammen, was eine ganz wichtige Sache für mich ist. Und deswegen ist auch Arbeit Gottesdienst für mich. Heute Nacht um 23 Uhr werde ich anfahren und dort dann bis 6 Uhr bleiben und die Stunde dann zwischen 2 und 3 für die 115-Stunden-Aktion in der Gebetskette mich einreihen. Gesagt, getan. Klaus Amtmann macht sich fertig für diese etwas andere Schicht auf Auguste Victoria. Einen Tag darauf fand auch ein etwas anderer Gottesdienst statt. Und zwar auf dem Marktplatz in der Innenstadt von Recklinghausen. Ein Solidaritätsgottesdienst, wo man sich speziell an die erinnert hat, die in unserer Gesellschaft an den Rand gedrückt wurden. Pfarrer Ludger Ernsting von der Gastkirche in Recklinghausen eröffnete den Gottesdienst, an dem jeder Passant einfach teilnehmen konnte. Heute wollen wir in einem kurzen Gebetsgottesdienst hier auch zum einen vor Gott tragen, was uns ein Anliegen ist im Blick auf die Menschen in unserer Gesellschaft, die eher durch ihre Arbeitslosigkeit an den Rand rücken. Und wir wollen auch uns Kraft schenken lassen von dem Gott, dem wir glauben, dass am Leben aller Menschen liegt. Schon 115 Jahre setzt sich die KAB im Bistum Münster für die Menschen ein. Christlicher Glaube und der Einsatz für Arbeitnehmerrechte, das sind die beiden tragenden Säulen, die dafür gesorgt haben, dass es die KAB heute noch gibt und mehr denn je gefordert wird. Gut, dass die KAB hier in Recklinghausen auf Stadtebene sich nicht damit abfindet, sondern einlädt, mit Arbeitssuchenden sich auf den Weg zu machen zum Jobcenter, dass es Einrichtungen gibt wie das Ökumenische Arbeitslosenzentrum. Abgekürzt ÖALZ in Recklinghausen Süd, das von der KAB auch unterstützt wird. 115 Jahre KAB im Bistum Münster. 115 Veranstaltungen, 115 Stunden ununterbrochene Gebetskette. Das war die Aktionswoche 115 Wertewerke, die am Erntesonntag im Bistum Münster mit einem Dankgottesdienst mit Bischof Felix Ginn in der Überwasserkirche abgeschlossen wurde. Nach dem Gottesdienst ging es zur Abschlussfeier zum Domplatz, der ja nur einen Steinwurf weit entfernt war.